Hi Leute, das sind Herbert und Reinhard. Hallo. Hi. Und wir machen heute eine Abholtour für die Regensburger Tafel. Das heißt, wir fahren zu Läden und holen da Lebensmittel ab, die die Läden nicht mehr verkaufen können. Und die Sachen geben wir dann Bedürftigen, also Leuten, die nicht so viel Geld haben und sich drüber freuen. Bereit? Jo. Bereit, auf geht's. Ach so, heute geht's um Arm und Reich. Auf unserer Welt gibt es reiche Menschen und leider noch viel mehr Arme. Die reichsten Länder der Welt sind hier, in Europa und Nordamerika. Viele der ärmsten Länder der Welt sind hier, in Afrika. Auch in Deutschland gibt es einige sehr reiche Menschen. Stellt euch mal vor, die ganzen Geldsäcke hier sind das ganze Geld, das es in Deutschland gibt. Und das sind alle Menschen, die in Deutschland leben. Was glaubt ihr, wie ist das ganze Geld unter den Menschen aufgeteilt? Guckt mal. 10% der Leute haben so viel von der Kohle. 40% ungefähr so viel. Und der ganze Rest, also die Hälfte aller Deutschen, teilt sich gerade mal so viel. Ich check heute, warum manche Menschen in Deutschland arm sind und ob Reichtum immer nur was mit Geld zu tun hat. Zuerst treffe ich dafür Menschen, die in ihrer Freizeit all denen helfen, die nicht so viel Geld haben. Bei der Regensburger Tafel. Dann baue ich mir eine Checker-Verschenkbox und finde raus, was wir im Leben wirklich brauchen und was für uns Luxus ist. Und schließlich gehe ich dahin, wo es keine Rolle spielt, ob jemand arm oder reich ist. Auf den Fußballplatz. Hier treffe ich Lina und Rahmat. Die erzählen mir, wie es für sie war, als sie wegen Krieg und Vertreibung gar nichts hatten. Also, alle bereit? Hier kommt der Arm- und Reich-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Wann ist man in Deutschland arm? Was sind Grundbedürfnisse? Und wie ist es, wenn man arm ist? Das check ich für euch. Los geht's in Regensburg. Hier treffe ich Reinhard. Er ist der Leiter der Regensburger Tafel. Die sammelt Essen und gibt es an bedürftige Menschen weiter. Und das hier ist Herbert. Mit den beiden gehe ich jetzt auf große Fahrt. Mal fragen, wie die das genau machen. Wir fahren zu Supermärkten hin, holen Ware ab, die die nicht mehr verkaufen können, aus den unterschiedlichsten Gründen, bringen das in unseren Tafelladen und dort kommen heute Nachmittag Leute vorbei, die wenig Geld haben und die mit viel Freude die Ware, die wir gerettet haben, dann in Empfang nehmen. Unsere erste Station heute ist ein Supermarkt am Stadtrand. Am Hintereingang stapeln sich schon die Waren, die man im Supermarkt sonst wegwerfen würde. Sieht eigentlich noch gut aus, das ganze Zeug. Reinhard, wieso schmeißen die hier so einen gut verpackten Krautsalat weg? Schauen wir auf Mindesthaltbarkeitsdatum. MHD. Das war gestern. 13. oder was lese ich das falsch? Ja, 13. ist es morgen. 13. ist morgen, aber das wird aussortiert, das kauft der Kunde nicht mehr. Mhm. Das ist zu wenig frisch. Und das ist natürlich klar, wenn jetzt jemand pingelig ist, der isst das vielleicht nicht an einem Tag, sondern an zwei und dann ist schon ein Tag über dem MHD. Und manche sagen, nehme ich nicht mehr. Was meinst du mit MHD? MHD heißt Mindesthaltbarkeitsdatum. Okay. Bis zu dem Zeitpunkt wird garantiert, dass alles einfach noch in einwandfreiem Zustand ist. Yeah. Das heißt aber nur lange nicht, dass es danach schlecht ist. Okay. Na dann mal los, Sachen sammeln. Nicht nur Supermärkte spenden, auch andere Betriebe, wie Fleischereien oder auch Bäcker. Sobald unser LKW voll ist, fahren wir zur Tafel zurück und verteilen die Sachen. Reinhard, du arbeitest ja Vollzeit für die Tafel, ne? Ja. Was verdienst denn du eigentlich? Das ist zwar ein richtiger Job, aber ich verdiene da nichts. Kein Cent? Kein Cent. Wie lebst du dann? Du arbeitest ja richtig viel für die Tafel. Ja, genau. Bin 5 Tage die Woche beschäftigt. Aber ich habe auch das Glück gehabt, ich habe geerbt. Aha. Und bin also auf Verdienst nicht unbedingt angewiesen. Also du hast aber so viel Geld geerbt, dass du eigentlich nicht mehr arbeiten gehen müsstest, um Geld zu verdienen. Ja, so würde ich das sagen. Würdest du von dir selbst sagen, du bist reich? Na, reich würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, ich bin wohlhabend und ich denke, es reicht bis an mein Lebensende. Reinhard hat also ausreichend Geld und kann helfen. Andere haben nicht genug. Aber wie viel ist nicht genug? Checkerfrage. Wann ist man in Deutschland arm? Leute, die in Deutschland arm sind, sind das oft ohne eigene Schuld. Zum Beispiel, weil sie einen schweren Unfall hatten
oder einfach krank werden und eben nicht mehr arbeiten können. Oder nehmen wir mal so eine Familie. Mama, Papa und zwei Kinder. Stellt euch mal vor, die beiden trennen sich. Oder noch schlimmer, einer von beiden stirbt. Dann ist der andere plötzlich ganz allein für die Familie verantwortlich und muss sich zusätzlich auch noch ums Geld verdienen kümmern. In Deutschland gilt so eine vierköpfige Familie als reich, wenn sie pro Monat mehr als 7.000 Euro hat. Umgekehrt gilt so eine vierköpfige Familie als arm, wenn sie im Monat weniger als 2.500 Euro hat. Eine Rolle spielt dabei auch, in welcher Stadt man lebt. In manchen Städten nämlich, wie zum Beispiel Hamburg, Stuttgart oder auch München, ist das Leben nämlich so teuer, dass oft am Ende des Monats nicht mehr genug Geld übrig bleibt, auch wenn man jeden Tag arbeiten geht. In Deutschland gelten Familien als arm, wenn sie nach Abzug der Steuern weniger als 2.500 Euro im Monat zur Verfügung haben. Gecheckt. Und jetzt eine Frage an euch. Wie viele Dinge besitzt jeder Deutsche im Schnitt? A. 5.000, B. 10.000 oder C. 20.000? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. So, wir sind mit unserer Sammelaktion fertig. Guckt mal, was heute alles zusammengekommen ist. Das wäre sonst einfach alles weggeschmissen worden. Ist doch krass, oder? Drinnen ist alles aufgebaut wie ein echter Laden. Und guckt euch mal an, was die Tafel heute alles anbieten kann. Ich bin mal gespannt, wer da gleich so kommt. Und wer sind so die Leute, die dann hier jetzt gleich herkommen? Also das sind letztendlich lauter Leute mit wenig Geld. Zurzeit natürlich auch viele Flüchtlinge, Asylbewerber, alte Menschen mit kleinen Renten, aber auch viele alleinerziehende Mütter. Wie wenig Geld muss man haben, damit man hierher kommen darf? Also wir versuchen uns an den Sozialhilfesätzen zu orientieren, aber wir lassen auch 5 Grad sein. Und wenn man es nicht so genau weiß, auch bei Flüchtlingen oder so, dann geben wir einfach Lebensmittel her. Also wenn die Leute sagen, sie sind bedürftig, dann sind sie in der Regel auch bedürftig. Und gibt es aber auch umgekehrt den Fall, dass Leute nicht hierher kommen, obwohl sie einfach nicht viel Geld haben? Oh ja, das gibt es leider viel zu oft. Wenn man sagt, man geht zur Tafel, dann ist es für viele so, das ist jetzt der letzte Abstieg. Also weiter nach unten geht's nicht. Mhm. Ich persönlich versuche den Leuten irgendwie immer eher klarzumachen, wir, die Tafel, retten Lebensmittel und sind auf die Leute angewiesen, die zu uns kommen, dass sie uns die Lebensmittel überhaupt abnehmen. Weil wir hätten ja ein Riesenproblem, wenn wir die Lebensmittel nicht weitergeben könnten. Ja, klar. Die Menschen, die zur Tafel kommen, zahlen auch was. Aber nur symbolisch. 1 Euro. Einmal pro Woche können sie kommen und so viel mitnehmen, wie sie brauchen. Meistens reicht das zwar nicht für die ganze Woche, aber so müssen sie im normalen Supermarkt weniger Geld ausgeben und retten damit auch noch Lebensmittel. Eine Familie, die hier regelmäßig herkommt, sind die Bauers. Und die treffe ich jetzt. Guten Tag. Hallo. Wer seid ihr? Die Familie Bauer. Familie Bauer. Ihr seid schon mal 1, 2, 3, 4, seid ihr die komplette Familie Bauer? Nein, wir sind insgesamt zu 8. Krass. Ihr seid und 2 Erwachsene, 6 Kinder. Und noch 2 Tiere. Tiere. 3 Tiere. 2 Hunde, 1 Katze. Also ihr seid eine Großfamilie. Genau. Und Hühner und Fische. Ihr habt noch Hühner und Fische? Ja. Ja. Würdet ihr denn von euch selbst jetzt sagen, ihr seid arm? Ja. Ja? Ja. Jeder von euch? Was finanziell betrifft, ja. Andere Sachen wie Liebe, Zusammenhalt und sowas sind wir unheimlich reich, würde ich sagen. Finde ich toll, wie Familie Bauer damit umgeht. Trotzdem, am Monatsende bleibt ihnen einfach wenig Geld. Von dem, was jemand bei der Arbeit verdient, geht meistens der größte Teil sofort wieder weg. Nehmen wir nochmal unsere vierköpfige Familie. Papa, Mama und 2 Kinder. Und sagen wir mal, die haben jeden Monat 1.600 Euro. Ich lege euch das mal hier hin. Das sind 16 100-Euro-Scheine. 3, 4, 16. So, jetzt wohnen die zur Miete, sagen wir mal, jeden Monat für 500 Euro. Jetzt müssen sie jeden Monat für Strom, Heizung und Wasser auch noch mal 200 Euro bezahlen. Dann geben sie jeden Monat, sagen wir mal, 100 Euro aus für Kleidung, Schulbücher, solche Anschaffungen und müssen auch noch was essen. Also Lebensmittel und alles, was man sonst im Alltag verbraucht, sagen wir noch mal
400 Euro. 1, 2, 3, 4. So, dann brauchen Sie Telefon, Internet, Handy und so weiter. Das sind jeden Monat auch nochmal 100 Euro. Und jetzt für Reparaturen und Kram, den man im Haushalt so braucht, sagen wir nochmal 100 Euro. So, nach all den Anschaffungen bleiben jeden Monat nur 200 Euro übrig. Und die Familie hat kein Auto, hat noch keinen Ausflug gemacht oder ist in Urlaub gefahren. Geld für ein neues Fahrrad oder ein neues Smartphone ist auch nicht drin. Und gespart wurde auch noch nichts. Ich mache jetzt mit Journalistin Lea ein Experiment. Wir bauen eine Box und stellen ganz viele Sachen von Freunden und Bekannten rein. Alles Sachen, die nicht mehr brauchen, die aber noch in einem Top-Zustand sind. Und die Leute können dann einfach kommen und sich die mitnehmen. Geschenkt. Und jeder kann aber auch was dalassen. Eine Box zum Schenken und Tauschen. Bin mal gespannt, wie es so läuft mit unserer Checker-Verschenkbox. Meinst du denn, das funktioniert? Weil, wenn man mal ein bisschen überlegt, nehmen ist ja immer einfacher als geben. Glaubst du nicht, dass zum Schluss viel mehr Leute hier sind, die einfach nur Sachen rausnehmen und kaum jemand kommt und gibt auch was rein? Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also klar, man denkt irgendwie erstmal, alle kommen und jeder nimmt sich was und jeder findet irgendwas, was ihm gefällt. Aber erstens haben wir alle auch relativ viele Dinge. Also wenn man so zählt, irgendwie, es wird gerechnet, dass jeder Deutsche besitzt so im Schnitt 10.000 Sachen, also Gegenstände. Was? Ja. 10.000? Genau. Wahrscheinlich kann man davon ungefähr 5.000 problemlos abgeben. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist auch, wenn man kommt und sich hier was nimmt und ich dann denke, ah, der Regenschirm hat mir den Nachmittag gerettet, weil es hat total geregnet und er hat mich trocken gehalten, dann habe ich vielleicht auch Lust, was zurückzugeben. Ich habe auch was mitgebracht. Und zwar diesen Bus hier. Oh, der ist aber süß. Ja, ich wollte vor allem immer so einen Bus haben. Und den habe ich schon ewig in meinem Zimmer stehen. Und den mag ich wahnsinnig gern. Aber ich habe gedacht, irgendwer freut sich darüber vielleicht auch. Und habe ihn einfach mal mitgebracht. Komisch. Kommt gar keiner. Naja, vielleicht trauen sich die Leute ja einfach nicht. Oder sie können nicht glauben, dass sie einfach sowas geschenkt kriegen. Ich sag's ihnen nochmal. Achtung, Achtung, alle mal hergehört. Lea und ich haben hier eine Checker-Verschenkbox aufgebaut. Ihr könnt was reinlegen, ihr könnt euch was rausnehmen, kostet nichts, einfach hinkommen. Bitte. So, das hat geholfen. Die ersten kommen schon. Und manche lassen sogar was da. Das ist ja super. Guten Tag. Hi. Hallo. Ich habe hier ein Spiel. Das willst du abgeben? Ja, genau. Das ist ja voll lieb. Ja, leg's ins Regal. Das ist ja super. Warum machst du das? Ja, weil ich das nicht mehr brauche, weil das jetzt eher ein Spiel für kleinere Kinder ist und ich halt schon ein bisschen älter bin und ja, ich brauche das nicht mehr. Willst du was mitnehmen dafür? Ich brauche nichts. Echt nicht? Du willst einfach nur geben? Ja. Hast du auch irgendwas zu Hause, was dir gehört, was du nicht hergeben wollen würdest? Ja. Zum Beispiel? Also ich hätte ein Kuscheltier. Das habe ich schon ganz lange. Das habe ich, glaube ich, zu meinem dritten Geburtstag gekriegt und das würde ich nicht hergeben. Es ist also gar nicht immer der Preis, der den Wert von Sachen bestimmt. Unser Experiment nimmt richtig Fahrt auf. Und Leute, was ich echt cool finde, viele lassen auch was da. Wenn so viele Menschen was herzugeben haben, habe ich da, glaube ich, eine Idee. Man könnte doch einfach allen Bedürftigen die Sachen geben, die man selbst nicht mehr braucht. Ich frag mal Lea. Das ist eine super Idee tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert, weil tatsächlich die Bedürfnisse, die Menschen haben, ja unterschiedlich sind. Und zum Beispiel, wenn Menschen wirklich arm sind, dann haben sie ja nicht das Problem, dass sie unbedingt jetzt ihnen ein Kopfhörer fehlt, den du vielleicht über hast, sondern eher, sie können ihre Miete nicht bezahlen, sie wissen nicht, wie sie das Schulessen ihrer Kinder bezahlen sollen. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Sachen, die jeder braucht einfach? Ja, ich finde es ganz schwierig zu sagen, die braucht jeder, weil wir natürlich alle ein bisschen unterschiedlich sind. Aber man kann schon so Grundbedürfnisse definieren. Das war doch eine Checker-Frage. Was sind Grundbedürfnisse? Wir wollen ein Dach über dem Kopf, wir wollen gute Familie und Freunde haben, wir brauchen natürlich Essen. Und es gibt aber so Sachen darüber hinaus, die das Leben schon einfach sehr viel schöner machen. Das heißt eben der Kinobesuch oder ein Fahrrad, mit dem wir überall hinfahren können. Grundbedürfnisse sind das, was fürs Leben unbedingt nötig ist. Sauberes Trinkwasser und Nahrung zum Beispiel, Bekleidung oder auch ein Dach überm Kopf. Auf der Welt gibt es leider sehr viele Menschen, die selbst das nicht haben. Es gibt aber auch noch andere Dinge, die jeder Mensch braucht, die aber auch bei weitem nicht jeder auf der Welt hat. Sicherheit zum Beispiel, vor Überfällen oder vor Krieg.
und auch die Möglichkeit, zur Schule gehen zu können. Grundbedürfnisse sind das, was jeder Mensch zum Leben braucht. Ein Dach über dem Kopf, Kleidung und Nahrung. Aber auch Sicherheit und Bildung gehören dazu. Gecheckt. So, jetzt waren wir ein paar Stunden hier und es ist ja doch viel mitgenommen worden. Ja, es schaut richtig leergeräumt aus, die Regale. Gell? Im Vergleich zum Anfang ist echt ja, irre. Ja, stimmt. Und mein Bus ist auch weg. Und obwohl es mir am Anfang so schwer gefallen ist, den überhaupt da reinzustellen, ich bin jetzt froh, weil die haben sich so gefreut irgendwie. Ja, eigentlich ist es ja ein ganz guter Ansatz, mal drüber nachzudenken, was man geben kann. So eine Verschenkbox. Auf jeden Fall, Lea, es hat großen Spaß gemacht. Mir auch. Tolles Experiment. Finde ich auch. Danke. Ciao. Weiter geht's bei den Fußballerinnen und Fußballern vom Programm Integration durch Sport in Erlangen. Hier kommen beim Kicken Kinder und Jugendliche aus ganz unterschiedlichen Ländern zusammen und lernen sich so besser kennen und respektieren. Wer hier viel Geld hat oder wenig, ist auf dem Platz erstmal egal. Ich frag die mal, was für die arm oder reich sein bedeutet. Was glaubt ihr, was heißt das Wort Armut? Wenn man keine Lebensmittel mehr hat, nichts mehr zum Trinken hat, nichts mehr zum Essen, keine Wohnung. Wenn man auch Geld hat, aber das nicht mehr reicht zum Leben. So 10 Euro. Wenn man kein Geld hat und auf der Straße lebt. Wenn man sich das Essen aus dem Müll nehmen muss, die Reste noch. Sag mal, was heißt denn für euch Reichtum? Wenn man gesund ist, dauernd in den Urlaub fahren kann, ein Auto, ein großes Haus, ganz viele Haustiere, zum Beispiel auch einen Pool hat. Ich finde, dass es ganz verschiedene Sorten von Reich gibt. Also, dass es reich in Wissen ist und man kann reich in Geld sein. Ab wie viel Euro ist man reich? Viel mehr, weil 1.000 braucht man, glaube ich, erst für einen Monat, weil wenn man erst in ein Haus wohnt, muss man 1.000 Euro bezahlen, also muss man da ganz, ganz, ganz viel Geld haben. Mehr als Millionen, glaube ich. Mehr als eine Million? Ja. Dann ist man reich. Ja. Eine ganz besondere Vorstellung davon, was arm und reich sein bedeutet, haben Lina und Rahmat. Als sie vor 5 Jahren mit ihrer Familie aus Afghanistan nach Deutschland gekommen sind, waren sie sehr arm. Für sie ist der Fußballplatz der Ort, wo diese Unterschiede egal sind. Sobald man anfängt zu spielen, dann vergisst man einfach alles. Hat man alles hinter sich und spielt man einfach. Mhm. Das ist dann, die Frage ist nicht, man, oh, der hat mehr Kohle, lass uns den ausschwanzen. Oder der hat weniger Kohle, der darf kein Tor schießen. Das ist ja nicht so. Sondern eher, wer besser spielt, dann schießt er ein Tor. Wer schlechter spielt, der ist auf Bank. Und was bedeutet für euch so reich sein? Wenn ich nachts alleine durch die Stadt laufe, dann habe ich eben diese Sicherheit, dass mir nichts passiert und dass ich hier meine Schwester zur Schule gehen darf, dass ich meine Ausbildung machen darf. Das ist alles für mich halt gesundes Leben, reich sein. Lina, was heißt für dich Reichtum? Also ich habe schon ganz viele Sachen. Ich habe meine Schule, ich habe meine Familie, ich habe ein Dach über dem Kopf und das reicht für mich schon. Also mehr bräuchte ich nicht. Mhm. Habt ihr irgendeinen Gegenstand, der euch wahnsinnig wertvoll ist? Dieses große Kuscheltier, den mein Bruder mir geschenkt hat. Mhm. Der ist so richtig weich, so eine Riesenmaus mit Riesenohren. Aber bedeutet dir so eine Maus mehr, weil sie dir Rahmat geschenkt hat oder einfach nur, weil sie sehr weich ist? Was ist der Grund? Weil der Rahmat mir sie geschenkt hat. Was macht das besonders? Dass ich sie jemand aus der Familie habe. Mhm. In ihrer Heimat Afghanistan herrscht Krieg und das schon seit Jahrzehnten. Dadurch sind ganze Städte zerstört worden. Die Menschen dort leben in ständiger Angst und haben nur wenig zu essen. Vor allem den Kindern geht es da sehr schlecht. Als die Not zu groß wurde, beschloss Rahmats Familie zu fliehen. Es folgte eine abenteuerliche Flucht, von der uns Rahmat gleich noch erzählen wird. Mittlerweile geht es der Familie besser. Rahmat hat super schnell Deutsch gelernt, macht eine Ausbildung und hat schon einen Job in Aussicht. Und von ihm möchte ich jetzt wissen, wie es in Afghanistan war. Dazu habe ich meine letzte Checker-Frage. Wie ist es, wenn man arm ist? Als ihr noch in Afghanistan wart, wie habt ihr da so gelebt? Wie sah das da aus bei euch? Eine Küche gab es, ein Zimmer für Mama und Papa. Mhm. Und dann gab es halt eben ein Wohnzimmer, der riesig war. Und dann haben wir alle Kinder da geschlafen. Mhm. Ich hatte nicht immer Essen. Es gab mal Zeiten, wo wir auch kein Trinken daheim hatten. Wie war es in Afghanistan mit der Schule? Bist du da ganz normal zur Schule gegangen? Ich bin zur Schule gegangen bis zur 5. Klasse. Aber dann durfte ich nicht mehr gehen, weil man musste zahlen für die Schule. Mhm. Und mein Vater hat dann nicht mehr kein Geld gehabt. Da musste ich anfangen zu arbeiten. Okay. Wenn ihr da ja ein sehr einfaches Leben geführt habt, würdest du sagen, ihr wart arm? Man kann es schon als arm bezeichnen, ja. Wie ist es, arm zu sein? Was bedeutet denn das? Dass man einfach nicht bekommt, was man will. Und für das, was man will, immer kämpfen müsste. Okay, also euer Leben war einfach super schwierig. Ja. Und deshalb habt ihr euch entschieden, aus Afghanistan wegzugehen. Ja. Wir sind von Afghanistan nach
Iran geflüchtet, von Iran durch verschiedene Länder nach Türkei, Griechenland. Und wo wir in Griechenland waren, hatten wir dann so gut wie kein Geld mehr da. Dann habe ich mit meiner Mama geredet, habe gesagt, ja, okay, dann bleibt ihr hier und ich gehe nach Deutschland und ich hole euch dann. Mhm. Und ich bin dann durch Serbien, Ungarn, von Ungarn nach Österreich, von Österreich nach Deutschland. Aber du bist in Griechenland alleine weiter. Also deine Familie ist da geblieben und du bist alleine weitergereist. Ja. Aber du warst ja auch noch ein Kind, oder nicht? Ja, so ungefähr 12 oder 13 war ich. Echt? Ja. Als Minderjähriger ohne Pass durfte Rahmat nicht einfach so von Land zu Land reisen. Deshalb hat er sich auf einem LKW versteckt, der nach Italien fahren sollte. Dahin fuhr der aber gar nicht, sondern nach Serbien. 2 Tage lang, ohne Pause, in einem dunklen LKW mit nur einer Flasche Wasser. In Serbien hat ihn die Polizei erwischt und in ein Kinderheim gesteckt. Da ist er abgehauen und hat sich irgendwie bis an die ungarische Grenze durchgeschlagen. Im Schutz der Nacht hat er die Grenze überquert. Aber dann hat ihn die Polizei schon wieder erwischt und in ein ungarisches Heim gebracht. Rahmat ist von da wieder ausgerissen und hat es bis nach Österreich geschafft. Und auch da ist er wieder in einem Kinderheim gelandet. 6 Monate ist Rahmat da geblieben, hat gearbeitet, um Geld zu verdienen, damit er sich ein Zugticket kaufen konnte. Mit dem Zug ist er dann nach München gefahren, wo er schließlich seine Familie wieder getroffen hat. Die war inzwischen mit dem Flugzeug nach Deutschland gereist. Seine Flucht hat 2 Jahre gedauert. Wie war das, als du sie dann wieder getroffen hast? Ach, das war ein unglaubliches Gefühl. Ich kann es gar nicht mehr beschreiben. Meine Mutter hat mich gesehen, ich habe meine Mutter gesehen. Erstmal konnten wir gar nicht reden. Wir haben uns umarmt, einfach umarmt und nicht mehr geredet. Und dann habe ich angefangen zu weinen und dann meine Mutter hat geweint. Das war ein unglaubliches Gefühl. Ich kann es gar nicht beschreiben. Man ist reich, wenn man die Familie hat. Das zählt, das ist die Nummer 1. Wenn man die Familie nicht hat, egal wie viel Geld man hat, bist du nicht glücklich. Und sobald du nicht glücklich bist, bist du nicht reich. Wenn man arm ist, wird vieles schwieriger. Es kann bedeuten, dass man nicht genug Geld hat, aber auch, dass man nicht sicher und in Freiheit leben kann. Gecheckt. Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, wie viele Dinge besitzt jeder Deutsche im Schnitt? A. 5.000, B. 10.000 oder C. 20.000? Na, habt ihr die Antwort in der Sendung vorhin entdeckt? Guckt mal. Es wird gerechnet, dass jeder Deutsche besitzt so im Schnitt 10.000 Sachen, also Gegenstände. Was? Ja. 10.000? Genau. Also, richtig war Antwort B. 10.000 Sachen hat jeder. Ein paar davon kann man auch abgeben. So Leute, ich kick jetzt noch eine Runde. Und zwar auf meiner Lieblingsposition. Im Tor. Da halte ich nämlich alles. Außer natürlich, wenn alle gleichzeitig schießen. Aber das passiert ja nicht. Stopp. Hallo? Stopp! Oh Mann. Also Leute, dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Das ist Tobi, Checker Tobi. Der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der, der immer fragt, wer die Action mag. Wer, der alles wagt und der, der niemals klagt. Das ist Tobi, Checker Tobi. Der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der, der ständig rennt, der niemals pennt. Der auch manchmal flint und der 1000 Leute kennt.